An diesem Wochenende vom 12. bis zum 14. Mai steht die finale Beta zu Diablo 4 mit dem Namen Server Slam an. Um uns darauf ein bisschen einzustimmen, hat Blizzard gestern nochmal einen Trailer für die Server Slam Beta rausgehauen und ich stimme euch mit diesem Video auch ein wenig auf die Server Slam Beta ein und erzähle euch alles, was ihr dazu wissen müsst, um direkt am Wochenende durchstarten zu können. Bevor wir ins Detail gehen, gibt es hier aber nochmal eben den Sponsor dieses Videos. Dir ist unglaublich heiß. Du bist durstig. Du fühlst dich müde und abgeschlafft. Du weißt nicht, was du tun sollst? Dann habe ich jetzt hier für dich die beste Lösung. Holy Energy schmeckt nicht nur hervorragend, löscht nicht nur deinen Durst, nein, es macht dich auch wach. Und das Ganze ohne Zucker und den ganzen anderen Scheiß, den dir andere Energy Drinks liefern. Denn Holy Energy kombiniert erstmals geilen Geschmack mit echtem Fokus, ohne Zucker, Taurin und künstliche Aromen. Also sei kein Frosch und greif zu Holy Energy. Mit dem Code SCHLECKY bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Und wenn ihr Neukunden seid, bekommt ihr mit dem Code SCHLECKY5 5 Euro von eurer Bestellung abgezogen. Also, let's do it! Den Server Slam will Blizzard als finalen Stresstest für die Server nutzen, damit der Release so reibungslos wie möglich ablaufen kann. Deshalb wird die Server Slam Beta auch wieder eine Open Beta sein, um möglichst viele Leute zeitgleich auf die Server zu bekommen. Ihr müsst also nicht zu irgendeinem erlauchten Kreis gehören, sondern könnt die Beta einfach spielen. Wie gesagt, sie ist open. Starten wird das Ganze am Freitag, dem 12. Mai um 21 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze läuft dann bis Sonntag, den 14. Mai um 21 Uhr deutscher Zeit. Solltet ihr an der offenen oder geschlossenen Beta oder an beiden teilgenommen haben und das Teil noch installiert haben, dann lasst es auf jeden Fall installiert, denn diese Version wird einfach nur geupdatet zur Server Slam Beta und dann müsst ihr auch nicht mehr allzu viel runterladen. Der Vorab-Download für den Server Slam beginnt ab dem 10. Mai um 21 Uhr. Ihr könnt also wieder vorab downloaden. Auf dem PC geht das wieder über den Battle.net-Client. Dort sucht ihr einfach nach Diablo 4 und klickt dann auf das Dropdown-Menü unter Spielversion und wählt Diablo 4 Server Slam. Auf den Konsolen sucht ihr einfach im jeweiligen Store nach dem Diablo 4 Server Slam und könnt ihn herunterladen. Wie gesagt, wenn ihr die Beta eh schon installiert habt, müsst ihr gar nichts machen, denn updatet diese sich von selbst. Als Downloadgröße gibt Blizzard für den PC 85 GB an, für die PS4 36 GB, für die PS5 77 GB und für die Xbox 76 GB. Natürlich nur, wenn ihr die Beta komplett neu runterladen müsst. Wenn ihr nur updaten müsst, wird die Downloadgröße wesentlich geringer sein. Inhaltlich tut sich nicht so viel zu den letzten beiden Beta-Phasen. Wir können immer noch den Prolog und das Startgebiet, also die zersplitterten Gipfel, spielen, allerdings dieses Mal nur bis Level 20 und nicht bis Level 25 leveln. Wichtig hierbei ist noch zu wissen, dass wir nicht unsere Charaktere aus den ersten beiden Beta-Phasen mitnehmen können, wir müssen also wieder bei Null anfangen. Selbiges gilt dann auch für den Release. Nach dem Server Slam wird alles wieder gewiped, soll bedeuten, dass ihr alles, was ihr im Server Slam erspielt, nicht mit in die Release-Version nehmen könnt. Dort müsst ihr dann auch wieder bei Null starten. Und auch wenn es, ich sag mal, contentmäßig keine Änderungen zu den ersten beiden Beta-Phasen gibt, gibt es trotzdem inhaltlich ein paar kleinere Änderungen. Denn natürlich zum einen sind alle Updates der beiden ersten Beta-Phasen enthalten und auch die Updates, von denen die Entwickler bereits in dem letzten Entwicklerblock gesprochen haben, sollen im Server Slam enthalten sein. Damit soll die Server Slam-Version von Diablo 4 quasi inhaltsgleich mit der Release-Version sein. Es kann natürlich sein, dass bis zum Release hier und da noch mal ein paar kleinere Änderungen stattfinden, aber generell soll der Server Slam sehr, sehr nah an der Release-Version sein. Das bedeutet, all die Änderungen, die eben in diesem Entwicklerblog beschrieben wurden, wie die Änderung an den Dungeons zum Beispiel, dass man diese nun ein bisschen homogener gestaltet hat, als auch die Drop Rate von legendären Gegenständen, all diese kleinen Anpassungen sind in der Server Slam Beta enthalten und sollen der Release-Version entsprechen.
Aber wie gesagt, ansonsten bleibt eigentlich alles mehr oder weniger beim Alten. Das heißt, ihr könnt direkt auch alle 5 Klassen spielen, also nicht wie in der Closed Beta, wo nur Barbar, Zauberer und Jäger verfügbar sind. Im Server Slam wird es so sein wie in der Open Beta. Ihr könnt alle 5 Klassen spielen, also auch noch den Totenbeschwörer und den Druiden obendrauf und bewegt euch ansonsten auch im selben Gebiet, also den zersplitterten Gipfeln und spielt dieselben Quests, die auch die anderen beiden Beta-Phasen enthalten haben. Aber ganz umsonst soll das Spiel natürlich nicht sein. Auch in der ServerSlam-Beta könnt ihr wieder einige Erfolge erlangen, die ihr mit ins Release-Spiel sozusagen nehmen könnt. Und zwar natürlich die Erfolge, die es bereits in den ersten beiden Beta-Phasen gab. Also das waren zum einen der Spielertitel Erster Erschlagener. Den schaltet ihr frei, wenn ihr mit einem Charakter Kyovashat erreicht. Dann gibt es noch den Spielertitel Früher Erkunder. Den schaltet man dieses Mal natürlich mit Stufe 20 frei, da man 25 ja gar nicht mehr erreichen kann im Server Slam. Dann könnt ihr auch noch den kosmetischen Gegenstand Beta Wolfsbündel freischalten. Den bekommt man dieses Mal auch auf Stufe 20. Also wenn ihr den in den ersten beiden Beta-Phasen verpasst habt, könnt ihr diesen nun freischalten und mit ins Release-Spiel nehmen. Und es gibt sogar noch eine neue Trophäe, und zwar die Reittier-Trophäe Ashavas Schrei. Diese schaltet ihr frei, wenn ihr den Weltenboss Ashava mit einem Charakter auf Stufe 20 besiegt. Und damit ist dann auch noch der letzte kleine Anreiz des Server Slams verbunden. Ashava kehrt auch im Server Slam zurück. Und dieses Mal nicht nur ein- bzw. zweimal, sondern über die komplette Zeit des Server Slams alle 3 Stunden. Ihr habt also 3-stündlich die Chance, gegen Ashava, den Weltenboss, zu kämpfen und diesen auch zu besiegen. Solltet ihr das nicht in der letzten Beta-Phase geschafft haben, ist jetzt nochmal eine Möglichkeit dafür und ihr bekommt dieses Mal sogar noch eine kleine Trophäe dafür, die ihr dann eben mit ins Release-Spiel nehmen könnt. Freut ihr euch schon auf den Server Slam oder habt ihr keinen Bock, ein erneutes Mal die zersplitterten Gipfel zu durchflügen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Diablo 4 versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.